EMC-Reiniger werden mittlerweile auch in der Profi-Gebäudereinigung eingesetzt. Wie diese probiotischen Produkte wirken und wie sie eingesetzt werden, das sehen wir uns hier in Neumarkt in der Oberpfalz und in der Biobrauerei Neumarkter Lamsbräu genauer an. Wo werden die EMC-Reiniger in Ihrer Firma eingesetzt? Sie finden vor allem in den Verwaltungsgebäuden die Anwendung, also das heißt in den Büros, in der Küche, in den Besprechungsräumen, in den Besucherräumen, Treppenhäusern, WCs. Ja, es gibt einfach einen frischen Duft, es ist alles super sauber. Wir verwenden die jetzt schon seit mehreren Jahren und auch wenn das vielleicht auch für unsere Reinigungskräfte was Neues war, sie haben sich gut damit zurechtgefunden, gut damit angefreundet und ja, es gibt eigentlich nur noch das. In welchen öffentlichen Bereichen werden EMC-Reiniger in der Stadt Neumarkt eingesetzt? Den EMC-Reiniger setzen wir in Kindergärten und Schulen langjährig schon erfolgreich ein. Welche Vorteile bringen diese Reiniger im Vergleich zum früheren Putzmitteleinsatz? Ganz großer Vorteil ist eben die niedrige Dosierung. Und vom Arbeitsschutz her reicht das, wenn die Mitarbeiter sich die Hände eincremen und können auf die Handschuhe verzichten. Und kann man auch zu viel vom EMC-Reiniger verwenden? Die richtige Dosierung ist sehr wichtig, weil eine Überdosierung führt zu Schlieren und klebrigen Oberflächen. 4 Jahre ganz ohne Chemie. Was sind aus Ihrer Sicht besondere Vorteile? Ja, die Erleichterung ist, Sie brauchen nicht mehr die großen Kanister schleppen. Also das Konzentrat wird ja verdünnt mit einer Sprühflasche und wird dann wiederum in Putzeimer rein verdünnt. Und der Vorteil ist ja, sage ich, für die Gesundheit, Haut. Wenn ich Hauterkrankungen habe, haben wir weniger. Welche Vorteile haben sich durch die Umstellung auf EMC-Reiniger für Ihre Reinigungskräfte ergeben? Also die sind auch begeistert. Die müssen auch keine Schutzhandschuhe, teilweise Masken oder was vielleicht vorher getragen haben, nicht mehr benutzen. Und sagen auch, es ist einfacher zu putzen. Frau Ernstberger, Sie waren ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass die EMC-Reiniger in der Stadt Neumarkt eingeführt wurden, in vielen öffentlichen Gebäuden. Wie ist Ihnen denn das gelungen? Also zunächst durch den Rektor Rüttinger, der beim Vortrag von mir war und so begeistert war, der dieses Konzept verstanden hat und gesagt hat, das muss ich an meiner Schule haben. Und dann haben wir da ein Jahr Testjahr gemacht und im Einvernehmen natürlich mit der Stadt Neumarkt. Die waren alle miteinander sehr begeistert und so hat sich das weiter verbreitet. Wo liegt denn Ihrer Meinung nach der besondere Schwerpunkt in der Beratung? Ja, ganz wichtig ist, dass man das Prinzip der effektiven Mikroorganismen versteht. Denn die meisten Menschen haben furchtbar Angst vor Bakterien und sagen, oh Gott, Bakterien und Putzen mit Bakterien geht gar nicht. Also erstmal den Menschen erklären, dass wir die aufbauenden Bakterien wohl brauchen und dass es eben ein probiotisches Reinigungsmittel ist. Wenn auch Sie dem Trend zurück zur Natur folgen möchten, besuchen Sie unsere Homepage www.multikraft.com/videos.